Es sind Bilder, wie wir sie aus Österreich selten zu sehen bekommen. Und zwar von Straßenschlachten mitten in Wien. Tarek, bitte. Auf dem Akademikerball, gegen den sich diese Proteste gerichtet haben, waren 1000 Besucher. Doppelt so viele Polizisten sind zu deren Schutz in Einsatz gewesen, 2000 insgesamt. Und etwa 6000 Demonstranten sind gestern Abend in die Wiener Innenstadt gekommen. Und daher ist im Vorfeld auch gleich weiträumig in der Innenstadt ein Vermummungsverbot erlassen worden. Umfangreich war auch das Sperrgebiet rund um die Hofburg, hier rot eingezeichnet, wo der Ball stattgefunden hat. Aber das hat die Ausschreitungen nicht verhindern können, denn bei den Demonstrationszügen rund um das Sperrgebiet haben etwa 200 der 6000 Demonstranten randaliert. An mehreren Orten hat es Ausschreitungen gegeben, ganz besonders heftig am Stephansplatz und in der näheren Umgebung. Am Stephansplatz stehen die Polizisten auf verlorenem Posten, haben den Randalierern kaum etwas entgegenzusetzen. Glasscheiben bei Geschäften, Lokalen, dem OPEC-Haus und bei einer Polizeidienststelle werden zerschlagen, private und dienstliche Fahrzeuge demoliert. Mit dieser hohen Gewaltintention konnte man nicht rechnen. Es waren mehr als 200 vermummte, gewaltbereite Personen dieses sogenannten schwarzen Blocks. Und das war nicht möglich, hier am Stephansplatz diese von den friedlichen Kundgebungsteilnehmern zu separieren. Mit 100 Personen, die dem sogenannten schwarzen Block aus der deutschen linksextremen Autonomieszene zuzurechnen sind, hat man bei der Polizei gerechnet. Doppelt so viele sind zum Randalieren gekommen. Tatkräftig unterstützt von heimischen Militanten aus der Anarcho-Szene. Denn die eigentlichen Demonstrationen, die friedlich verliefen, waren zu diesem Zeitpunkt längst beendet. Kritik kommt auch von SOS Mitmensch. Wir fanden es allerdings sehr eigenartig, wie sich die Polizei im Vorfeld der Kundgebungen verhalten hat, nämlich dass die traditionell friedliche Kundgebung am Heldenplatz, die bisher immer der Ruhepol war, untersagt wurde. Bei den Ausschreitungen werden 17 Aktivisten und 5 Beamte verletzt, 15 Randalierer werden festgenommen. Nun muss noch umfangreiches Videomaterial gesichtet werden, um weitere Randalierer zu identifizieren. Wer ist schuld daran? Die, die den umstrittenen Ball in der Hofburg veranstalten oder die, die ihn kritisieren oder nur ein paar gewaltbereite Randalierer? Und hat die Polizei richtig reagiert oder mit dem Vermummungsverbot und dem Sperrgebiet auf die falschen Maßnahmen gesetzt? Über diese Fragen diskutieren wir morgen im Zentrum. Mit dabei der Wiener Polizeipräsident, ein KZ-Überlebender und Ballbesucher Andreas Mölzer von der FPÖ. Morgen um 22 Uhr in ORF 2.